wenn Sie herausragende Köpfe suchen. Ob in der Unternehmensberatung, in der Zeitarbeit oder in der Projektbeteiligung, dann sind Sie bei uns genau richtig. ABC Unternehmensgruppe. Peter Friemuth bei mir, Vizepräsident des Deutschen Fußballbundes und lange Jahre tätig auch bei Fortuna Düsseldorf. Wie war für Sie diese Veranstaltung der CDU bei uns hier in Remscheid? Also ich fand es eine sehr spannende, eine interessante Veranstaltung, weil ich glaube für die Zuhörer, und das hört man jetzt gerade auch draußen in den Gesprächen, war dieses Wechselspiel zwischen Amateurbereich, den der DFB im wesentlichen Elementen neben der Nationalmannschaft ja auch verkörpert, und dann natürlich logischerweise den aktuellen spannenden Themen von Borussia Dortmund, wo Herr Watzke ja nun wirklich auch eine Art hat, die Menschen in einem Raum hier mitzunehmen. Das war, glaube ich, für alle ja informativ, aber auch unterhaltsam, und so soll ein Abend eigentlich dann auch sein. Wie schwierig ist es für Sie heutzutage als DFB, sich in so eine Veranstaltung zu setzen und mit Leuten über das Thema zu diskutieren? Wie Sie ja selber gesagt haben, Kommerzialisierung, Anstoßzeiten, andere Probleme, wo Sie erklärt haben, dass der DFB ja dafür gar nicht zuständig ist, sondern eher ja die DFL. Aber der DFB wird dafür angegangen und kritisiert und heftigst angegangen momentan von den Fans in den Stadien. Ja, ich glaube, zunächst mal ist das Wichtigste, dass man sich stellen muss, dass man Menschen Gelegenheit geben muss, Fragen zu stellen. Und mir liegt auch jetzt nicht zwingend daran, bei Fragen, wer wofür zuständig ist, den schwarzen Peter weiterzuschieben, sondern höchstens an dem ein oder anderen Beispiel deutlich zu machen, dass diese Pauschalkritik, wie sie aber offensichtlich in der heutigen Zeit in unserer Gesellschaft auch viele andere Institutionen trifft, an manchen Stellen nicht gerecht ist. Weil im Grunde der DFB mit seinen 21 Landesverbänden, 5 Regionalverbänden, mit der DFL, aber dann natürlich auch mit 25.000 Vereinen, eben mehr ist, auch als nur Nationalmannschaft, mehr ist auch als ein Ausscheiden bei der Weltmeisterschaft, auch wenn das natürlich schon ziemlich trifft. Aber dann gibt es natürlich Themen, wo wir vielleicht an der einen oder anderen Stelle auch nicht so glücklich ausgesehen haben oder auch nicht so glücklich aussehen in der einen oder anderen Situation. Die darf man ja auch nicht schönreden, weil dann würden die Menschen ja sagen, lebt er eigentlich noch in einer realen Welt, sondern man muss im Prinzip die Dinge aufzeigen, die Dinge auch einräumen, aber auf der anderen Seite eben auch vielleicht an der einen oder anderen Stelle zu sagen, okay, aber bitte nehmt uns jetzt nicht für alles in die Verantwortung, sondern es gibt im Prinzip Entscheidungsstrukturen innerhalb des großen Fußballs unter dem Dach Profi-Amateure, wo in der einen Seite mehr der DFB in seiner originären Struktur zuständig ist, aber im anderen Punkt eben auch die 36 Vereine im Bereich der DFL. Aber wie schwierig ist es dann, diese Diskussion zu führen, und was für Reaktionen bekommen Sie denn? Also die Diskussion ist sehr schwierig, weil natürlich der Fußballfan, aber auch unsere Gesellschaft, die Menschen in Deutschland, nehmen natürlich primär den bezahlten Fußball wahr. Sie fiebern mit der Bundesliga, sie fiebern mit der Nationalmannschaft, sind enttäuscht mit der Nationalmannschaft oder mit ihrem Lieblingsverein. Für sie ist der Amateurverein, der bei ihnen um die Ecke spielt, ist für sie Normalität. Dass dort viele Kinder und Jugendliche betreut werden, das ist ein Stück weit selbstverständlich. Und ich glaube, das ist so ein bisschen die Problemlage, dass eigentlich viele Dinge gerade im Bereich der Basis in unserer Gesellschaft schon fast als selbstverständlich betrachtet werden und deshalb gar nicht so in diesen Abwägungsprozess mit einbezogen werden. Aber wie schwierig ist denn dieser Spagat zwischen Profifußball und dieses Startum? Also es ist heutzutage ja auffällig, wie viele Kinder auch in Deutschland mit Trikots von Ronaldo, Neymar und Messi rumlaufen, was früher gar nicht so der Fall ist, aber der Bezug zum lokalen Fußball so ein bisschen verloren geht. Wir können das Bergische als gutes Beispiel nehmen. Der WSV spielt wieder in der 4. Liga, aber der FC Remscheid dümpelt in der 6. Liga rum und Union Solingen gibt es gar nicht mehr. Also die Schwierigkeit, uns hier im Bergischen gegen einen Borussia Dortmund, gegen Schalke, gegen Leverkusen, auch wieder die Fortuna in der Bundesliga, den FC Gladbach. Wie schwierig ist das auch für den DFB, dass man diese Strukturen im Amateurfußball überhaupt aufrechterhält? Ja, im Grunde ist das natürlich im Wesentlichen auch abhängig von den Menschen, die in dem Verein arbeiten. Und ich glaube, zunächst ist für das Verständnis des Fußballs wichtig, dass wir eine Lokomotive haben, Nationalmannschaft, vielleicht im Moment ein bisschen weniger, dann aber auch die Spitzenvereinsmannschaften, der bezahlte Fußball, aber dann eben auch im Hinblick auf die soziale Verantwortung, die der Fußball in unserer Gesellschaft hat, auch unsere vielen Hunderte, Tausende Amateurfußballer,
Amateurvereine, wo viele Menschen sich ehrenamtlich engagieren, die ja nicht nur, es wird manchmal so verkürzt dargestellt, die machen ja Training oder kümmern sich um das Spiel. Nein, eigentlich betreuen sie die Kinder. Sie sind ein Stück weit ja, Sozialarbeiter, nicht im Sinne eines ausgebildeten Sozialarbeiters, aber sie kümmern sich um die sozialen Aspekte. Sie machen Integration, die ist seit vielen Jahrzehnten eigentlich im Fußball selbstverständlich. Und das ist natürlich ein großer Bogen. Auf der anderen Seite ist natürlich der Fußball in seiner Struktur in Deutschland insgesamt auch so stark, weil er im Grunde von der Basis, also von dem Bambini-Spieler, der gerade anfängt Fußball zu spielen oder Bambini-Spielerin bis eben zum Champions-League-Teilnehmer alles unter einem Dach ist und auch wenn es manchmal unter dem Dach auch ein bisschen knirscht, aber im Grunde ist gerade diese Gemeinsamkeit auch das Zielführende für den gesamten Fußball. Und zur abschließenden Frage, schätzen Sie, dass der Fußball in seiner gesellschaftlichen Bedeutung und auch die Arbeit, die durch dieses Ehrenamt und durch andere Tätigkeiten genug gewürdigt wird? Also ich glaube nein. Ich habe eben schon mal gesagt, dass ich den Eindruck habe, dass vieles, was gerade unsere Amateurvereine leisten, als selbstverständlich, als gegeben hingenommen wird, dass ein Verein für 6 oder 8 Euro Monatsbeitrag eines Kind oder eines Jugendlichen 2 oder 3 Mal die Woche Training macht, am Wochenende den Spielbetrieb organisiert, der Trainer, Betreuer noch Geld mitbringt, um den Kindern irgendwelche Dinge nach dem Spiel zukommen zu lassen, an Getränken, an Essen, einen ausgibt. Und ich glaube, das wird einfach zu wenig gemacht. Und ich glaube, auch noch stärker, auch wenn man berücksichtigen muss, dass Kommunen wirtschaftlich durchaus unterschiedlich aufgestellt werden und Kommunen eben auch ja, eine schwierige Situation manchmal bei den Finanzen haben. Ich möchte auch nicht gegen Ausgaben in anderen Bereichen sprechen, sondern ich möchte nur, dass im Grunde die Arbeit der Sportvereine an sich und mein Anliegen sind nun mal die Fußballvereine, zumindest auf einer Ebene betrachtet werden mit den sozialen Einrichtungen, mit den Jugendeinrichtungen, mit den kulturellen Einrichtungen. Es geht nicht darum zu sagen, irgendjemand soll weniger bekommen, sondern ich glaube, die Wahrnehmung dieser sozialen Aufgabe des Sports und im Besonderen des Fußballs, auch im integrativen Bereich, die müsste noch stärker in den Fokus genommen werden und im Prinzip, gerade was Infrastruktur von Sportanlagen betrifft, unterstützt werden. Ganz wichtiges Schlusswort. Vielen, vielen Dank, Herr Friemuth, für dieses Gespräch. Also heute bei der CDU, bei diesem Empfang, Peter Friemuth zu Gast unter anderem und das Thema Fußball, Sport und Politik.